Guten Morgen, ich möchte heute mal wieder eine Predigt halten und wünsche euch zum Hören Gottes Segen und dass euer Glaube dadurch gestärkt wird, dass ihr ermutigt werdet in eurem Glaubensleben, in eurer Nachfolge. Der Predigttext steht in Philipper Kapitel 4, Verse 12 bis 13, da heißt es: Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides, satt sein und hungern, beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Wer eher einen einseitigen Charakter hat, kann wohl kaum nachvollziehen und verstehen, von was Paulus hier eigentlich redet, von was er hier schreibt und was er damit letztlich ausdrücken will. Ich glaube, kaum jemand, der sich Christ nennt, hat im Laufe seines Lebens so viele intensive und emotionale Erlebnisse und Erfahrungen durchlebt wie der Pharisäer und spätere Apostel Paulus. Es wäre rein menschlich betrachtet und aus menschlicher Sicht völlig verständlich und nachvollziehbar, wenn er an dem, was er alles mitmachen musste, irgendwie einen psychischen Schaden erlitten hätte. Er hat Menschen sterben sehen, wurde blind, wurde gehasst und verachtet, wurde geschlagen, verfolgt, gesteinigt, gefoltert, ins Gefängnis gesteckt und auch mit vielen Problemen in den Gemeinden tagtäglich konfrontiert. In 2. Korinther 11, Verse 23 bis 31 sagte er: Ich habe mehr gearbeitet, ich bin öfter gefangen gewesen, ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von Juden habe ich 5-mal erhalten 40 Geißelhiebe, weniger einen. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr von meinem Volk, in Gefahr von Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürmt, die Sorge für alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich werde nicht schwach? Wer wird zu Fall gebracht und ich brenne nicht? Wenn ich mich denn rühmen soll, will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Gott, der Vater des Herrn Jesus, der gelobt sei in Ewigkeit, weiß, dass ich nicht lüge. Er wurde auch vermutlich als Märtyrer in Rom grausam hingerichtet. Das war definitiv kein schönes Leben nach menschlichem Ermessen, und auf so manches Abenteuer hätte Paulus sicherlich gerne verzichtet. Und das kann ich sicherlich auch selbst über so manches in meinem eigenen Leben sagen. Auf anderes musste Paulus verzichten, und das wollte er auch, zum Beispiel auf eine Frau. In all dem stand er aber unter dem Schutz Gottes und wurde in seiner Berufung und seinem praktischen Dienst bewährt, bewahrt und geführt. 2. Korinther 6, 1 bis 10. Er war nicht alleine. Er hat sich als Mensch nicht durch diese ganzen Erfahrungen zum Schlechteren, sondern zum Besseren verändert. Und er wurde nicht hochmütig, sondern demütig. Und das zeigt ja auch die Kraft, die dahinter steckt, die von Gott kommt, weil wenn wir unsere Erfahrungen machen und die nicht besonders schön sind, die machen uns doch oft verbittert und ängstlich und traurig und wir verändern uns eher nicht zum Besseren, sondern eher zum Schlechteren. Wir ziehen uns in unser Schneckenhaus zurück, wir vertrauen niemandem mehr, wir sind sozusagen dann das Ergebnis unserer Enttäuschungen und Niederlagen, und das ist wohl alles andere als positiv. Aber bei Paulus war es eher andersherum, weil Gott mit ihm war. Paulus wurde innerlich gesund und eben nicht krank. Er durfte Gott ehren mit seinem Leben und seinem Sterben. Paulus ließ sich nicht von den Umständen, in denen er lebte, in seiner Aufgabe ablenken und beeinflussen.
Er hatte sicherlich auch mit seinen Gefühlen zu kämpfen, aber er hat sich nicht zu deren Sklave gemacht. Und Paulus' Leben war in vielerlei Hinsicht ein Wellental der Emotionen. Hätte er immer nur auf seine Gefühle und auf die Signale seines Fleisches gehört, seinen Instinkten und seinem Bauchgefühl, dann wäre er viele Wege nicht gegangen und hätte vieles unausgesprochen gelassen. Aber er wusste, wer mit ihm war, er hatte ein klares Ziel vor Augen, er war sich dessen bewusst, was ihn führte und leitete, bewahrte und beschützte und durch ihn wirkte. Auch für ihn persönlich galt, was er uns in Römer 8 in den Versen 27 bis 31 sagte und mitteilt. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht, die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Man kann sich in seinem Leben tatsächlich von seinen eigenen Gefühlen regelrecht terrorisieren lassen. Daran kann man dann wirklich körperlich und psychisch kaputt gehen. Gefühle sind bestimmt nicht verkehrt, aber wie wir damit umgehen, ist eine wichtige Lektion, die wir lernen müssen. Jeder Tag hat auch in der Hinsicht seine eigene Plage, Matthäus 6, 34. Das fängt ja schon damit an, mit welchen Gefühlen man morgens aus dem Bett steigt. Wir sollen und dürfen unseren Blick auf Jesus richten, jeden Tag. Das geht gedanklich, geistlich und geistig und auch körperlich, indem wir zum Beispiel die Bibel aufschlagen und unsere Augen aufmachen. Im Gebet können wir jederzeit allen Frust, allen Ärger, jedes Gefühlschaos und alle Schuld vor Gott bringen. In Matthäus 11, 28 und 29 heißt es: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wir müssen uns damit nicht selbst herumschlagen, mit diesem Leben. Das würde uns mit der Zeit wirklich krank machen. Gottes Friede aber übersteigt alle Gefühle und macht uns innerlich ruhig und schenkt uns selbst im größten Durcheinander, innerlich wie äußerlich, so etwas wie Geborgenheit und eine beruhigende Stille, eine göttliche Vernunft. An dem, was Gott uns gibt, dürfen wir uns erfreuen und es genießen. Und was er uns zumutet und auch auf was wir vielleicht verzichten müssen, das muss uns keine Angst machen. Alles hat seinen Sinn, alles hat seine Zeit. Kein Umstand ist größer als Gott und kein Gefühl gerät außer Kontrolle, wo Gottes Gnade und Liebe geglaubt und gesucht wird. Jeden Tag und jede Nacht. Gott ist treu. In Jeremia Kapitel 17, Verse 7 bis 10 steht: Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einem jeden nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. Kann man den Glauben fühlen? Ist das maßgebend für mein geistliches Wohlbefinden? Interessant ist, wie Paulus mit seinen Gefühlen umgegangen ist. Und das haben wir gelesen, das haben wir gemerkt, wie er diese Dinge erlebt hat und wie er Gott
in diesen Dingen auch erlebt hat und was für ihn gezählt hat, das zählt auch für uns. Er hat das sicherlich auch mit seinen Gefühlen zu kämpfen, wie gesagt, aber er hat sich diesen Gefühlen im Glauben genähert und hat sich darüber hinaus immer wieder seine Abhängigkeit von Gott bewusst gemacht. Er wusste, dass er ein trotziges und verzagtes Herz hatte, wie wir alle, Jeremia 17, 9, und das eben aus dem Grund, weil das Fleisch gegen den Geist aufbegehrt und umgekehrt und wir uns im Grunde in einer schizophrenen Situation befinden. Das ist, wie bei Paulus auch, unser Kreuz, was wir auf Erden als Christen tragen müssen. Aber wir dürfen trotz allem wissen, dass Gott uns ans Ziel bringt und unsere Sünden vergeben sind durch Jesus Christus, unseren Herrn und Heiland. Und das allein zählt. Ein neugeborener Mensch steht immer wieder auf, weil er an die Gnade glaubt und es besser machen will. Von Können ist sicherlich nicht die Rede, aber er weiß, dass Gottes Kraft in seiner Schwachheit ein deutliches Merkmal ist und dass er sich darauf verlassen darf, dass wenn er schwach ist, Gottes Stärke ihm immer wieder aufhilft. Gott schenkt Wollen und Vollbringen und wir sollen aus den Geschehnissen auch etwas lernen. Das tat Paulus und das dürfen wir auch. Sein Leben war in vielerlei Hinsicht ein Wellental der Emotionen. Aber er wusste, dass der wahre Reichtum im Glauben an seinen Herrn und Erlöser Jesus Christus liegt. Und dies unabhängig von Umständen und wechselnden Gefühlslagen. Von Jesus durfte er alles erwarten und erhalten, was er für ein Leben in der Nachfolge und für seinen besonderen Dienst gebraucht hat. Man könnte fast sagen, dass je mehr er in seinem Dienst herausgefordert war, umso schwächer wurde er, damit seine Kraft allein aus dem Glauben an Jesus Christus kam. Und dies ist auch der rote Faden durch alle Bücher der Bibel, durch alle Personen. In 2. Chronik 14, 10 heißt es, und Asa rief den Herrn, seinen Gott, an und sprach, Herr, es ist dir nicht schwer, dem Schwachen gegen den Starken zu helfen. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir verlassen uns auf dich, und in deinen Namen sind wir gekommen gegen diese Menge. Herr, du bist unser Gott, gegen dich vermag kein Mensch etwas. Und diesen Glauben dürfen wir auch haben und in Anspruch nehmen. Dem Gott, an den wir glauben, ist nichts unmöglich. Wir dürfen Großes erwarten und ihm vertrauen. Und im Grunde müssen wir das auch, denn wir sind schwach. In 2. Korinther Kapitel 12, Verse 9 bis 10 schrieb der Apostel Paulus. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Gnade praktisch wahrzunehmen, beinhaltet eben auch den Umstand, dass man Aufgaben und Dienste und im Grunde sein ganzes Glaubensleben in Schwachheit verbringt und dennoch vorankommt und die Dinge gelingen und funktionieren. Warum? Weil Gottes Kraft in unserer Schwachheit besonders deutlich wird und werden muss. Alle Ehre gebührt Gott in Jesus Christus. Charles Haddon Spurgeon schrieb einmal Folgendes. Wenn die Bettler in den Straßen einen armen, dürftig gekleideten Mann sehen, so lassen sie ihn in Ruhe. Aber wenn sie einen Mann von Rang und Stand sehen, so raffen sie sich auf und belagern ihn mit dringenden Bitten und Forderungen und wollen ihn nicht lassen, bis er ihnen etwas gegeben hat. So sollten wir es bei unserem geistlichen Betteln machen. Eitel ist die Hilfe des Menschen und deshalb sollten wir wenig von ihm bitten. Er ist so arm wie wir und es ist Zeitverschwendung, einen so dürftigen anzusprechen. Aber der Herr Jesus ist so reich, dass, auch wenn alle Bettler im Weltall an seine Tür kämen,
er keinen von ihnen abweisen würde, sondern die Türen seiner Kornhäuser und die Riegel seiner Vorratskammern öffnen und die Welt speisen würde. Er ist der Erbe aller Dinge, seine Schätze sind bodenlos. Er ist der wahre Salomon und seine tägliche Lieferung ist nicht nur genug für seinen ganzen Haushalt, sondern für alle die, welche verhungernd an den Hecken und Straßen liegen. Der Reichtum von Nationen ist nichts gegen den Reichtum Jesu. Komm also, mein Herz, bitte Großes von deinem Herrn und wenn er dich hört, bitte wiederum. Sein Rang und Stand laden dich ein, ihm mit dringlichen Bitten zu folgen, wohin er geht. Soweit. Man kann sich in seinem Leben tatsächlich auch von seinen eigenen Gefühlen manchmal regelrecht terrorisieren lassen, wie gesagt. Daran kann man dann wirklich körperlich kaputt gehen und Schiffbruch erleiden. Und da gab es tatsächlich solche Gläubigen, die Schiffbruch erlitten haben. 1. Timotheus 1, 18 bis 19. Das bedeutet nicht, dass sie den Glauben verloren haben und nicht mehr erlöst sind, aber sie waren eben menschlich gesehen am Boden, am Ende. Sie konnten nicht mehr und das ist etwas, was wir eigentlich nicht brauchen. Das passiert aber dann, wenn man versucht, aus eigener Kraft sein Leben als Christ zu meistern. Gefühle sind bestimmt auch nötig und wichtig und wir müssen eben, wie gesagt, lernen, damit umzugehen. Und jeder hat auch eigene Gefühle, andere Gefühle. Jeder geht mit manchen Umständen anders um. Jeder hat seine eigenen Schwächen und Anfechtungen. Und da brauchen wir eben auch unsere Erfahrungen. Gott ist aber immer da mit jedem. Und wir sollen auch Anteil daran nehmen, wie andere Glaubensgeschwister damit umgehen und leiden und sollen ihn auch mit Rat und Tat und mit Gebet und mit Trost und Hilfe bei ihnen sein und sie unterstützen. Jeder Tag hat in der Hinsicht eben auch seine eigene Plage. Matthäus 6, 34, das wissen wir. Das ist wichtig, dass wir aufrichtig und ehrlich sind vor Gott und dass wir eben auch uns bemühen, die Dinge umzusetzen, die uns in unserem Glaubensleben helfen. Das ist einfach auch das Beten, die Gemeinschaft, das Bibellesen und dass man sich eben auch Gedanken macht über das Leben, über den Glauben, über Jesus Christus, über die Erlösung, über diese Welt und über das, was die Bibel zu dieser Welt zu sagen hat. Wir müssen, wie gesagt, uns damit nicht selber herumschlagen und wir dürfen Gott vertrauen, auf seinen Frieden hoffen und auch in unseren Gefühlen Frieden finden und das ist etwas, was wir brauchen, was wir nötig haben. An dem, was Gott uns gibt, dürfen wir uns erfreuen und es genießen. Und wir dürfen auch wissen, dass wir nicht nur müde werden und Anfechtungen zu ertragen haben, sondern dass Gott uns auch Ruhe und Frieden und Erholung gibt für unsere Seele, für unseren Körper. Und dass wir eben auch nicht ständig angefochten sind, sondern dass Gott weiß, was er uns zumuten kann, was wir ertragen können und dass er mit den Anfechtungen, mit den Umständen, die uns begegnen und uns vor Augen kommen, dass er mit diesen Dingen, die über uns kommen, dass er da schon den Ausweg sozusagen mit eingepackt hat. Kein Umstand ist größer als Gott und kein Gefühl gerät außer Kontrolle, wo Gottes Gnade und Liebe geglaubt und gesucht und gefunden wird. Jeden Tag und jede Nacht. Gott ist tatsächlich treu. Wir dürfen uns auf ihn verlassen. Der deutsche Theologe und Prediger Elias Schrenk, der hat von 1831 bis 1913 gelebt, schrieb Folgendes. Unser Gott ist ein eifriger Gott. Er duldet es nicht, dass wir seine Geschöpfe auf Fleisch vertrauen und von ihm weichen. Er spricht den Fluch aus über alle, die Fleisch für ihren Arm halten. Dagegen den Segen auf alle, die ihm vertrauen. Wenn wir das Menschenherz kennen, so wissen wir gar wohl, wie leicht man sich auf Menschen, auf Sichtbares überhaupt verlässt. Der gefallene Mensch will nicht im Glauben, sondern im Schauen wandeln. Da gibt es dann viele Täuschungen. Hier nimmt der Herr eine Stütze weg, dort wird eine Hoffnung vereitelt und man kommt buchstäblich in die Wüste und Einöde, wie der Prophet unmittelbar vor unserem Text sagt.
Das ist heilsam, es ist unsere Gotteskur. Unser Heiland hat sein Gethsemane gehabt, wo niemand mit ihm wachte. Er war allein, trotz der Nähe seiner Jünger. Alle, die der Herr zum Glauben erziehen will, denen er alles werden will, bekommen Zeiten, in denen sie sich verlassen fühlen von Menschen. In solchen Stunden legt der Herr den Glaubensgrund tiefer in der Seele. Da kann er mehr als sonst sich uns nahen und uns stärken durch seinen Engel mit dem Trostwort: Du bist nicht allein, ich bin bei dir. Man ist gesegnet worden und das Glauben, das sich auf den Herrn verlassen, das wird leichter, wird ausschließlicher. In der Schule des Glaubens gibt es ein Loslösen vom Scheininhalt, den der Mensch gehabt hat, und ein Gebundenwerden an die Realität göttlicher Treue, so dass Vertrauen und Hoffnung allein auf den Herrn geht. So werden wir eingewurzelt in den Lebensgrund der Liebe Gottes. Unser Stand ist nicht mehr ein Suchen, weil wir darben, wir haben gefunden und ziehen unsere Kraft aus dem Herrn, mit dem wir durch seinen Geist verbunden sind. Wasser und Bach mögen vor unserem Auge verschwinden, der Herr ist doch da, sein Name ist in unser Herz geschrieben. Und die Wurzeln des Glaubens bekommen täglich Saft, der nicht nur Blätter, sondern auch Früchte treibt, die die Müden erquicken. Soweit. Wir suchen unsere Hilfen manchmal an der falschen Stelle und mit der verkehrten Einstellung. Wer aber die Furcht vor Gott, also dem Respekt, wer das als eine Schwäche ansieht, hat wenig bis nichts verstanden. Spurgeon sagte: Gottes Furcht ist das Ende aller anderen Furcht. Entsprechend schnell können wir dann weltlichen Erfolg, Besitz, Reichtum und Anerkennung von Menschen als Segen von oben sehen, obwohl es eher nicht so ist. Manchmal macht Gott uns schwach und nimmt uns unsere Kraft und Energie, damit wir lernen, loszulassen und allein ihm zu vertrauen und unsere Erfolge aus seiner Hand nehmen. Auch wenn es um unsere fromme Kraft geht, können wir uns selbst im Weg stehen. In Psalm 102, Vers 24 steht: Er demütigt auf dem Wege meine Kraft, er verkürzt meine Tage. Wenn Gott uns zeigt, dass wir in verkehrter Einstellung durch das Leben gehen, wird er uns nicht liegen lassen, wenn wir nach seinem Willen manche bitteren Erfahrungen machen mussten, sondern wird uns auch wieder aufrichten. Es kann passieren, dass man manchmal auf halbem Wege stehen bleibt und nicht mehr weiterkommt, kraftlos und orientierungslos den Dienst einstellen muss und Zweifel an seinem eigenen Glauben hat. Sozusagen angezählt wird wie ein Boxer im Ring. 8, 9 aus. Es ist nicht falsch, seine Kräfte, Gaben und Fertigkeiten einzusetzen und auch einmal neue Wege zu beschreiten, aber wie schnell verlassen wir uns auf unsere eigenen Stärken? Besonders, wenn es uns gut geht und wir Erfolg haben. Dann verlassen wir uns auf unsere geistigen und geistlichen Muskeln, auf unsere Erfahrungen, unsere Intelligenz und vielleicht auch auf unsere Altersreife, unsere Erfahrungen. Aber nur weil man ein gewisses Alter erreicht hat, ist man nicht automatisch stark und weise. Ebenso wie man nicht automatisch unwissend und übermütig mit jungen Jahren sein muss. Es gibt sicherlich auch viele ältere Leute, die wirklich nicht viel zu sagen haben. Aber es gibt auch viele jüngere Leute, die sehr wohl etwas zu sagen haben. Es kommt immer auf meine Einstellung und auf meine geistliche Wahrnehmung an und auf das Vertrauen auf Gott. In Psalm 37, Verse 23 bis 25 steht: Vom Herrn werden die Schritte des Mannes bestätigt, wenn ihm sein Weg gefällt. Fällt er, so wird er nicht hingestreckt liegen bleiben, denn der Herr stützt seine Hand. Ich bin jung gewesen und alt geworden, doch habe ich nie den Gerechten verlassen gesehen oder seinen Samen um Brot betteln. Unsere Kräfte werden schwinden, schon allein aus natürlichen Gründen. Wir werden älter, gebrechlicher, kränker und ob unser Denkapparat weiterhin gut funktioniert, wer weiß. Aber der Zerbruch, wie auch immer er aussieht, ist nicht das Ende vom Lied. Zerbrochene Stärke ist keine Niederlage, wenn man Christ ist. Es ist ein Neuanfang, eine neue Chance, eine Neuorientierung, eine
bestellte Blickänderung. Wenn wir derlei Erfahrungen machen, von Gott geprüft und geläutert werden, dann geschieht das nur, um uns für Gott immer wertvoller zu machen. Psalm 66, 10. Und die Bibel sagt ja, wenn auch unser äußerlicher Leib von Tag zu Tag mehr zerfällt, so wird doch der innerliche von Tag zu Tag erneuert. Unser irdisches Glück ist Gott sicherlich kein Dorn im Auge, warum auch. Es ist Unsinn zu behaupten, man dürfe als Christ nicht vermögend oder erfolgreich sein, aber es geht eben auch anders und nicht allein das Äußere hat einen Wert oder ist das Zählwerk des Glaubens, keinesfalls. Die Gefahr, wenn es einem sehr gut geht, das Wichtigste zu vergessen, ist allerdings nicht gering einzuschätzen. Darum hat Gott auch den Israeliten seinerzeit mahnend mitgeteilt, nicht zu vergessen, wer ihr Heil und Segen ist. Und das zählt auch für uns. Es ist keine Strafe Gottes, wenn unsere Kräfte schwinden, sondern seine Schule, um uns zur Reife im Glauben zu führen. Nämlich zur Gewissheit und zur demütigen sowie dankbaren Einsicht, letztlich alles von ihm zu erwarten und zu erbitten und zu erhalten. Auch unsere natürlichen und erworbenen Fähigkeiten hat Gott uns letztlich gegeben und dies ermöglicht, dass wir manche Dinge erwerben können und auch manche Gaben und Talente im Laufe der Jahre auch verfeinern und stärken und ausbauen durften. Und das sollen wir auch. Wir sollen ja mit den Pfunden, die wir erhalten haben, mit den Gaben und Talenten arbeiten. Aber verlassen wir uns nicht auf unsere eigenen Stärken. Sowohl nicht im Glauben als auch nicht im Leben. Hoffen wir in erster Linie auf die Güte Gottes und nehmen das ernst, was in 1. Petrus 5, 6 geschrieben steht. Da heißt es nämlich so: Demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Dann wird es uns in Zukunft auch gut gehen, wenn wir uns daran halten, egal wie unser Leben jetzt auch aussieht. Gott kann immer alles ändern und uns lebenstüchtiger machen, als wir ahnen und vermuten. Alles zu seiner Ehre. Amen. Geist des Glaubens, Geist der Stärke, des Gehorsams und der Zucht, Schöpfer aller Gotteswerke, Träger aller Himmelsfrucht, Geist, der einst der heiligen Männer, Könige und Prophetenschar, der Apostel und Bekenner, Trieb und Kraft und Zeugnis war, rüste du mit deinen Gaben auch uns schwache Kinder aus, Kraft und Glaubensmut zu haben, Eifer für des Herrn Haus. Eine Welt mit ihren Schätzen, Menschengunst und gute Zeit, Leib und Leben dran zu setzen in dem großen, heiligen Streit. Gib uns Abrahams gewisse, feste Glaubenszuversicht, die durch alle Hindernisse, alle Zweifel siegend bricht. Die nicht bloß dem Gnadenbunde trauert froh und unbewegt, auch das Liebste jede Stunde Gott zu Füßen niederlegt. Gib uns Moses Flehen und Beten um Erbarmung und Geduld, wenn durch freches Übertreten unser Volk häuft Schuld auf Schuld. Lass uns nicht mit kaltem Herzen unter den Verdorbenen stehen, nein, mit Moses heilgen Schmerzen, für sie seufzen, weinen, flehen. Gib uns Davids Mut zu streiten mit den Feinden Israels, sein Vertrauen in Leidenszeiten auf den Herrn, seinen Fels. Feindeslieb und Freundestreue, seinen königlichen Geist und ein Herz, das voller Reue Gottes Gnade sucht und preist. Gib Elias heilge Strenge, wenn den Götzen dieser Zeit die verführte, blinde Menge Tempel und Altäre weiht, dass wir nie vor ihnen beugen, Haupt und Knie,
auch nicht zum Schein, sondern fest als deine Zeugen dastehen, wenn auch ganz allein. Gib uns, der Apostel, hohen, ungebeugten Zeugen Mut, aller Welt trotz Spott und Drohen zu verkünden Christi Blut. Lass die Wahrheit uns bekennen, die uns froh und frei gemacht. Gib, dass wir's nicht lassen können, habe du die Übermacht. Schenk gleich Stephanus uns Frieden, mitten in der Angst der Welt, wenn das Los, das uns beschieden, in den schwersten Kampf uns stellt. In dem rasenden Getümmel schenk uns Glaubensheiterkeit, öffne im Sterben uns den Himmel, zeig uns Jesu Herrlichkeit. Geist des Glaubens, Geist der Stärke, des Gehorsams und der Zucht, Schöpfer aller Gotteswerke, Träger aller Himmelsfrucht, Geist, du Geist der heiligen Männer, Könige und Prophetenschar, der Apostel und Bekenner, auch bei uns wert offenbar.